Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo mit dem AutoCook Pro von Bosch. Heute koche ich mal ein Rezept nach, worauf ich mich schon riesig gefreut habe. Moussaka ist eine meiner Lieblingsspeisen, wenn wir zum Griechen gehen. Bis jetzt habe ich mich davor aber immer gedrückt, weil ich der Meinung war, es wäre zu aufwendig. Aber bis jetzt hat sich ja alles, was ich mit dem AutoCook gekocht habe, als relativ einfach herausgestellt. Die Zutaten habe ich natürlich wieder meinen Bedürfnissen angepasst. Das heißt, das ist jetzt hier nicht das 1:1 Rezept aus dem Kochbuch. Ich habe nämlich eine Dose gestückelte Tomaten besorgt. Da sind aber, glaube ich, nur so 800, 850 Gramm drin und laut Rezept sollen es 1 Kilo sein. Und ich möchte gerne Kartoffeln mit in den Auflauf reintun, weil ich einfach finde, dass Moussaka ohne Kartoffeln nur halb so lecker schmeckt. 2 Auberginen, da habe ich mir den Spaß draus gemacht, 2 unterschiedlich farbige zu nehmen. Eine Zwiebel, 2, dann sagt es mir, Knoblauchzehen, griechischer Joghurt und wie viel Gramm sind das? Ich glaube 200 Gramm, ja genau, 200 Gramm griechischer Joghurt. Ein Bund Petersilie, etwas geriebener Käse und hier das Hackfleisch. Laut Rezept soll man 700 Gramm verwenden, das ist jetzt ein bisschen mehr, weil beim Einkauf einfach die Menge, ich glaube, es sind jetzt 800 Gramm, aber das passt schon. Das Hackfleisch und den Joghurt habe ich jetzt erstmal wieder in den Kühlschrank gestellt, weil ich ja mit der Zubereitung der Lebensmittel jetzt noch ein bisschen beschäftigt bin. Ich habe jetzt die Auberginen, habe ich vorhin Zucchini gesagt? Nee, Auberginen habe ich jetzt gewaschen, die werden jetzt in ungefähr 1 cm dicke Scheiben geschnitten. Ja, ein bisschen weniger, glaube ich, oder? So. Die Auberginen sollen jetzt von beiden Seiten kräftig gesalzen werden. Und dann sollen sie in einem Sieb ein bisschen, ja, entwässern, nehme ich jetzt mal an, oder ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Jedenfalls soll ich die jetzt erstmal ungefähr 15 Minuten ziehen lassen. Währenddessen werde ich jetzt die Zwiebel und den Knoblauch schälen und würfeln. Die Petersilie werde ich noch waschen und zupfen und klein hacken. Und von der gehackten Petersilie soll ich dann einen kleinen Teil beiseite legen. Ich nehme an, dass das später zur Deko drüber gestreut wird. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet und jetzt können wir zum AutoCook Pro übergehen. Ich soll nun 2 Esslöffel Olivenöl hinein tun und das Programm anbraten, also erstmal einschalten, dann das Programm anbraten wählen. Das ist hier. Dann soll ich auf Mittel gehen. Das ist hier oben. Und dann kann ich auch schon Start drücken.
Ich soll jetzt ungefähr die Hälfte des Hackfleisches hineingeben in den Topf. Ja. Und das Hackfleisch kräftig anbraten. Mache ich die zweite Hälfte rein. So, das Hackfleisch soll ich jetzt in eine Schüssel tun und dann soll ich das Ganze mit den Tomaten und mit Oregano, wie man es ausdrücken möchte, ich weiß auch immer nicht, wie man es genau ausspricht, vermischen. Ich habe hier eine kleine andere, Mischung. Die habe ich mir selbst mal aus Kräutern zusammengestellt. Und davon werde ich jetzt ein bisschen was drüber tun. Die Zwiebeln und der Knoblauch, der soll auch rein. Und das Ganze salzen und pfeffern. Noch etwas Petersilie rein. Davon sollte ich ja noch ein bisschen was übrig behalten, zum später drüber tun. Und das Ganze soll jetzt durchgemischt werden. Dabei kann ich die stückigen Tomaten ruhig noch ein bisschen kleiner machen. Die Auberginen habe ich jetzt ein wenig trocken getupft und soll sie jetzt unten in den Autocook legen. Dann kommt normalerweise das Hackfleisch, aber ich habe beschlossen, dass ich jetzt die Kartoffeln drauflege. Dann soll ich eine Schicht von dem Hackfleisch reintun. Also duften tut es schon mal hervorragend, das kann ich euch schon mal verraten. So. Ich hoffe, das reicht und ich vertue mich nicht mit den Schichten. Andrücken. So. So. Und die letzte Schicht soll dann aus Auberginen bestehen. Nehme ich die Kante hier? Ja, wieso nicht? Oh, geht gerade so raus. Naja.
Was ich euch vorhin bei der Zutatenliste enthalten habe, war das Ei, das hatte ich vergessen. Also es gehört noch ein Ei dazu. Das muss ich nämlich jetzt zusammen mit dem Joghurt. Man kann auch Creme Fraiche nehmen, falls euch das lieber ist. Und dem Käse zusammen vermischen. Und diese Mischung kommt jetzt ganz oben drauf. Jetzt wird das Ganze geschlossen. Und nun soll ich das Programm Kochen einstellen. Das finde ich hier. Dann soll ich hier lang auswählen. Und Start drücken. Und während die Aufwärmphase läuft, kann ich euch wieder auf meinen Podcast hinweisen. Den findet ihr unter www.die-hörmupfel.de. Podcast hören macht irre viel Spaß. Ich weiß, YouTube ist auch sehr geil, aber Podcast hören kann man immer und zu jeder Gelegenheit beim Putzen, beim Autofahren, beim Joggen, beim Hund Gassi führen. Also ständig. Und das macht einfach irre viel Spaß. Dauert es nur noch 2 Minuten, bis das Essen fertig ist. In dieser Zeit möchte ich euch noch eine Kleinigkeit erzählen. Diese Schöpfkelle haben wir mal zu unserem Wok dazu bekommen. Damit kann man sicherlich im Wok wunderbar alles umrühren und rausholen. Aber dieses Teil hat leider den Autocook Pro, also die Schüssel des Autocook Pros, den Topf, zerkratzt. Diese 2 Dinger hier sind Originalteile vom Autocook Pro und nur die funktionieren einwandfrei. Das ist ein ganz weiches Material und mit dem kann man wirklich in den Topf rein und auch dort drin kratzen. Jetzt können wir den Deckel öffnen. Jetzt kommt es gleich wieder heiß raus. Sieht wie immer sehr lecker aus. Mal sehen, wie wir das jetzt aus dem Topf herausbekommen und wie es schmeckt. So sieht das jetzt aus, wenn ich das auf dem Teller angerichtet habe. Und jetzt werde ich das Ganze mal probieren, ob es schmeckt. Es dampft, also wird es recht heiß sein. Na. Die Aubergine ist schön durch. Die Kartoffel ist ein bisschen fest. Die hätte ich vielleicht ein bisschen anders schichten sollen, damit es auch richtig durch ist. Und das Fleisch. Schmeckt sehr lecker. Knoblauch ist deutlich zu schmecken. Ja, appetitlich. Also ganz lecker. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.